You. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? You walked right into that Imperial ambush. Same as us. And that thief over there. Damn you, Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. If they hadn't been looking for you, they could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they've captured you... Oh, gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Sure. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny. When I was a boy, Imperial walls and towers used to make me feel so safe. Who are they, Daddy? Where are they going? We need to go inside. Why? I want to watch the soldiers. Inside the house. Now. Whoa! Yes, Papa. Get these prisoners out of the carts. Move it! Why are we stopping? Why do you think? End of the line. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait! We're not rebels! Face your death with some courage, thief. You've got to tell them! We worked with you! This is a mistake! Step towards the block when we call your name. One at a time! Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Freylauf of Riverwood. Lokir of Rorikstead. No! I'm not a rebel! You can't do this! Halt! You're not gonna kill me! Archers! Anyone else feel like running? Wait. You there. Step forward. Who are you? Willkommen zu The Elder Scrolls Skyrim. Und gleichzeitig kann man auch schon sagen, willkommen zum Ende von The Elder Scrolls Skyrim, denn unsere Reise ist relativ schnell zu Ende gegangen. Wir sind kurz davor, exekutiert zu werden. Aber wir dürfen vorher noch unseren Charakter erstellen. Wir haben mehrere Rassen zur Auswahl am Anfang. Und die haben, neben ihrem unterschiedlichen Aussehen, Haidu, auch noch unterschiedliche Rassen, Attribute und Vorteile. Man sieht zum Beispiel Reptilian Race, well suited for the treacherous swamps of the Black Marsh Homeland, has developed a natural resistance to diseases and the ability to breathe underwater. They call upon the his skin to regenerate health very quickly. Lockpicking plus 10, pickpocket plus 10, sneak plus 5, light armor plus 5, alternation plus 5, restoration plus 5, water breathing, resist disease 50 und power his skin heißt es vermutlich. Und wir haben hier so wirklich die unterschiedlichsten Arten. Wir haben relativ viele unterschiedliche Menschen,
Kategorien, die hier unterschiedlichen Vorteile haben, wie man zum Beispiel hier sieht. Grasp of Spellcrafting, also wenn man überlegt, einen Magier zu machen, ein Breton ist da gar nicht mal so falsch. Ein Dark Elf, die sehen dann halt dann doch schon so ein bisschen nicht so hübsch aus. Also die gehen da nicht die Lord of the Rings Reihe hinterher, wo die Nachtelfen alles wunderschöne Kreaturen sind. Nope. Die Elfen sehen da schon etwas hässlicher aus, wenn man schon so sagen möchte. Imperial, das sind die lokalen Leute, die hier leben. Und die sind Diplomaten und Händler in erster Linie. Wie man sieht, Restoration, Destruction, also theoretisch zwei Sachen in Heilung, Enchanting, One-Handed und Block, sowie Heavy Armor kann man also auch als Nahkämpfer nutzen. Imperial Luck gibt einen mehr Gold und Power Voice of the Emperor, Pacify, kann man da bekommen. Die Khajiit, die Miau Miauts für DeviantArt. Die Nords, ein sehr kämpferorientiertes Volk. Die Orks, die ganz hübschen. Die Red Guards, die braungebrannten aus Hammerfall. Und zu guter Letzt noch eine weitere Elfenrasse. Ich persönlich mag die Nords, weil ich jemand bin, der gerne im Nahkampf arbeitet. Und wenn wir das haben, können wir hingehen und den Körper ebenfalls auch anpassen. Männlich, weiblich. Weiblich sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich bin da ganz ehrlich jemand, der nicht allzu viel Zeit damit verbringt. Denn das ist wieder ein Spiel, wo man halt mit Sliders herumarbeitet und der Schritt zwischen sieht ganz okay aus und oh mein Gott, wie hässlich. Der Sprung ist da relativ schnell gemacht und dementsprechend will ich da gar nicht großartig herummachen. Ich guck mal ganz kurz. Er sieht ganz cool aus wegen der Kriegsbemalung. Aber er sieht halt aber auch schon so aus, als wäre er wirklich schon am Ende der Linie, wohingegen er noch relativ frisch in der Hinsicht aussieht. Ansonsten natürlich Kopf kann man anpassen, Komplexität in gewisser Hinsicht. Also man kann da schon definitiv was machen, wenn man sich die Zeit dafür nehmen möchte. Ich möchte erstmal keine Narben haben. Und ich denke, mit dem Kollegen kann man eigentlich leben. Ja, wir nehmen den. Finish and name your character. Fort Kamley. Guten Tag. You picked a bad time to come home to Skyrim, kinsman. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. I'm sorry. At least you'll die here, in your homeland. Follow the captain, prisoner. Tja, ausnahmsweise mal bei der VIP einen durchgelassen und dann auch noch zur falschen Zeitpunkt. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. As you wish. Come on! I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. You say the same. You Imperial bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Next, the Nord and the Rag. Here it is again. Did you hear that? I said, next prisoner. To the block, prisoner. Nice and easy.
oblivion is that? Sentries, what do you see? It's in the clouds! Dragon! Und wir haben auf einmal eine zweite Chance bekommen. What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. We need to move now. Up through the tower. Let's go. Wir wurden zwar gerettet. Aber wie man sich schön denken kann, der Drache sucht immer noch nach Barbecue-Fleisch. See the inn on the other side. Jump through the roof and keep going. We'll follow when we can. Prisoner, keep close to me if you want to stay that way. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. God's guide you, Hadvar. Jetzt waren wir kurz mit den Rebellen zusammen. Stay close to the wall! Quickly, follow me! Jetzt fallen wir. Yes. Freylock, you damn traitor! Out of my way! We're escaping, Hadvar. You're not stopping us this time. Fine. I hope that dragon takes you all to Sovereign into the keep. With me, prisoner. Let's go. So, und jetzt können wir entscheiden, wem wir folgen. Aber ich folge einfach mal den offiziell Guten. Looks like we're the only ones who made it. Not really a dragon to bring us in the end times. We should keep moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. There you go. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these bones. Ja, gerade eben waren wir noch einer der Toten. See if one of these chests has some armor for you. Yes, machen wir gleich. Aber gibt's ein paar Sachen, die wir finden können. Und eine ganz große Sache bei den Elder Scrolls 3 oder Spielen sind unendlich viele Bücher, die man theoretisch lesen kann, wo dann auch wirklich Sachen drin vorkommen. Kann man theoretisch mitnehmen, wenn man wollte. Man kann vieles, finde ich, sogar fast alles mitnehmen. Aber das wollen wir zum Teil nicht, denn vieles davon ist wirklich... Yes, wir haben es verstanden. Vieles davon ist nicht sonderlich toll. Man sollte vielleicht nicht Sachen öffnen, wo Empty schon dabei steht. Und das ist eine Sache, die mir häufig passiert. Wir haben schon mal einen Hut, das ist schön. Wir nehmen dann gleich ein Schwert und noch ein Schwert und ein Schlüssel. Man sieht, man kann halt hier gleich erstmal das Tutorial genießen. Wir ziehen natürlich erstmal das Beste an, was wir hier bekommen können. Nicht das Zeug, was wir irgendwie, keine Ahnung, selbst zusammengeschnitzt haben. Das ist nämlich nicht das Beste. Und der Schlüssel hier, sehr gut. Give that sword a few swings too. Let's keep moving. That thing is still out there.
Come on. Denn du bist immer noch derjenige, der sich auskennt. We need to get moving. That dragon is tearing up the whole keep. Just give me a minute. I'm out of breath. Hear that? Storm cloaks. Maybe we can reason with them. Okay, dann zieh ich erstmal nicht mein Schwert. Hold up now. Kampfsystem ist relativ offensichtlich. Wir arbeiten mit der linken und rechten Maustaste. Let me see if I can get that door open. Ja, während du das machst, ich guck mir an, was die Leute hier fallen gelassen haben. Denn in gewisser Hinsicht haben sie hier wirklich Zeug, das gar nicht mal so falsch ist. Wir haben ein Limit an Sachen, das wir tragen können. Also wir können nicht einfach alles mitnehmen. Hier ein Schild, das ist schön. Und ich hatte, glaube ich, gerade hier schon Handschuhe. Da hatte ich jetzt bisher auch noch keine. Also können wir die anlegen ohne Probleme. Das hier noch. Jetzt haben wir auch noch ein Schild. Wir können das auch gleich besser nutzen, um uns zu schützen. Wir müssen nicht auf das Schwert selbst zurückgreifen. Ansonsten gibt es hier nicht mehr allzu viel. Dementsprechend gehen wir auch mit weiter. Yes. Wie man sieht, das Ganze ist halt wirklich zwar so ein bisschen gebaut, aber man sieht auch wirklich, dass da halt das meistens dann doch noch Höhlen sind. Damn, that dragon doesn't give up easy. What are you doing? We need to get out of Helgen now. These Imperials have potions in here. We're going to need them. Where'd you come from? What was that? Imperial. Wie viele Stormcloaks es denn hier doch wieder sind. Und wie sie so überlebt haben. An old story. If you can find some potions, might come in handy. Yep, was die gesucht haben, werden wir jetzt auch ausnutzen. Hier hätten wir theoretisch nochmal ein besseres Schwert, das will ich auch gleich mitnehmen. Und da kommen wir dann auch schon zu einer Sache, die man sich wirklich schnell aneignen sollte. Wo ist es hin? War das das Great Iron Sword? Denn ich glaube, Great Iron Sword sind zwei Händer wiederum. Was nicht so schlimm ist, denn ich will definitiv hingehen und das auf die Favoriten legen. Das ist eine Sache, wo man halt schnell von A nach B die ganzen Sachen springen kann. So kann man dann nämlich auch mehrere... Ja, wie man sieht, das ist jetzt nicht ausgewählt. Dementsprechend zwei Händer. Wir können dann hingehen, Q drücken und können dann das ohne Probleme wieder anpassen. Und das geht halt bei weitem schneller. So, das Spiel sagt uns, da ist was drin. Wir wollen logischerweise erstmal gucken, was wir hier sonst so noch haben. Denn hier kann man so eine oder andere Sache mitnehmen, die einem auch was bringt. Die Baskets logischerweise nicht. Aber zum Beispiel... Hier. Rabbit. Peasants. Sind alle Sachen, die Fleisch drin haben. Potatoes. Sachen, die wir ebenfalls mitnehmen können. Ich weiß jetzt leider nicht die Taste, wie man Sachen anheben kann. Denn man könnte theoretisch auch solche Sachen anheben, drehen und dann runterklopfen, damit alles rausfällt. Das ist leider immer von Bethesda-Spiel zu Bethesda-Spiel anders. Zumindest glaube ich jetzt erstmal. Denn die Taste, die ich kenne, ist es nicht. So, wir haben auch weitere Kisten hier. Nicht alle kann man immer öffnen. Da gibt es immer ganz spezielle, die halt ganz speziell gehen und andere dann wiederum nicht. Und tatsächlich, alles immer, was so essenstechnisch ist, kann man ruhig mitnehmen. Man einfach weiß, einem halt hilft. Wein zum Beispiel kann man da lassen, denn ich glaube, dass in den meisten Fällen das gerade eben einen nichts bringt. Argonian Account Book 3, ich nehme das einfach mal mit, guck einfach mal, was sich dort hinter verbirgt und wenn das nichts ist, ja, dahinter verbirgt sich nichts, außer halt die Geschichte hier selbst. Denn es gibt auch spezielle Bücher, die einem helfen können. Skills verbessern können. Und wenn man die öffnet, dann kriegt man diesen Bonus sofort. Also man muss jetzt hier nicht durchblättern. Aber wie man sieht, hier sind wirklich einige Seiten. Klar, die Schrift ist relativ groß. Aber das ist nicht so, hier ist ein Dings und das war's. Sondern man kann da schon einige Sachen nachlesen. Das sind dann zum Teil halt relativ interessante Sachen. Zum Teil aber auch wirklich halt
Science Fiction, könnte man schon fast sagen, wo dann halt alles Mögliche irgendwie hervorgehoben wird. Und man hat hier wirklich halt die Möglichkeit, einiges mitzunehmen. Und dementsprechend kann es dann halt schon mal passieren, dass man halt das Ganze ein bisschen übertreibt und den größten Plunder mitnimmt, den es gibt. Salt Pile, glaube ich, ist eine relativ wichtige... Nimm ich mit. Richtig, richtig wichtige Sache. Dementsprechend möchte ich das gleich von Anfang an mitnehmen. Und ansonsten, wir sehen hier ordentlich. Vielen Dank. Dann, this way. Okay, er wurde hier nur der Weg versperrt. Wir mussten diesen kleinen Umweg nehmen. The torture room. Gods, I wish we didn't need this. Hear that? Come on. You fellows happened along just in time. These boys seemed a bit upset at how I've been entertaining their comrades. Don't you even know what's going on? A dragon is attacking Helgen. A dragon? Please, don't make up nonsense. Although, come to think of it, I did hear some odd noises coming from over there. Come with us. We need to get out of here. You have no authority over me, boy. Didn't you hear me? I said the keep is under attack. Wait a second. Looks like there's something in this cage. Don't bother with that. Lost the key ages ago. Poor fellow screamed for weeks. See if you can get it open with some picks. We'll need everything we can get. Hast du mir die Lockpicks gerade zugeworfen? Take all my things, please. Grab what you can and let's go. Yep, machen wir sofort. Ich will aber ganz kurz gucken, ob die Kollegen irgendwas dabei haben, was interessant ist. Ansonsten ja auch einer, der auf aktuell unserer Seite ist. Und wir haben hier, wieder einfach nur ein Buch. Das brauchen wir nicht. Ein Schild nehme ich gerne mit, ich glaube, das ist besser. Andere war nämlich, glaube ich, einfach nur ein relativ simples Holzstück mit Leder überzogen. Genau. Obwohl, es sieht eigentlich ganz gut aus dafür. Aber hier, man sieht, das Imperial oder das Iron Shield einfach allgemein ist bei weitem besser. Und dementsprechend lasse ich den Spaß auch gleich hier. Und wir kommen zum Lockpicking. Und die Elder Scrolls-Reihe ist sehr, sehr modfreundlich und dementsprechend, man müsste jetzt hier ein Lockpick-Minigame machen, wo man die richtige Stelle suchen muss und dann drehen muss. Jedoch ist das zum Teil so nervig, dass ich eine Mod installiert habe, wo einfach ganz genau gesagt wird, wo das ist. Klar, ist Schummeln, macht es aber wirklich bei weitem einfacher. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, für Magier Sachen mitzunehmen. Wir sehen schon, die glühen. Das bedeutet, wie man es auch schon am Text lesen kann, Magicka regenerates 50% faster, increase your Magicka by 30 points. Das ist so genau die wichtigen Sachen, die man gebrauchen kann. Gleichzeitig, Sachen zu mitnehmen und Spelltome Sparks. Wenn wir das nutzen, können wir Lightning das 8 points of shock damage to health and Magicka per second erlernen. Nehmen wir natürlich gerne mit. Und dementsprechend, wenn wir jetzt auf Magie zurückgreifen wollen, haben wir hier eine Übersicht. Wir haben einen Battlecry. Flames, Healing und Sparks. Und ich gehe einfach mal hin und aktiviere die alle mit. Damit, falls wir sie brauchen, wollen, dann können wir das machen. Ansonsten mehr Zellen. Einfach mal kurz reingucken. Und der da hat zum Beispiel was. Auch hier wieder. Auf niedrigem Level kann man sowas relativ gut machen. Aber wirklich, wenn es dann wirklich schwerer wird, wo es dann halt von der Skala von 1 bis 100 dann irgendwo ein Punkt ist, wo man den maximal treffen darf und alles andere geht kaputt, dann wird es schon relativ nervig. Dementsprechend am Anfang ein bisschen lächerlich, das zu nutzen, später aber richtig, richtig gut. Ansonsten fragt mich bitte nicht, wo der seine 8 Gold versteckt hat, ohne dass das Ganze rausfällt. Aber ich nehme es natürlich trotzdem mit. Bone Meal ist, glaube ich, jetzt wieder was anderes. Aber ich nehme es natürlich trotzdem weiterhin mit. Oblivion, are we supposed to go? Where's the way out? Just give me a minute. Let me think. Send Ulfric my regards.
noch mehr Stormcloaks. So, es gibt ein Stamina-System. Und wir können auch gleichzeitig mit dem Schild angreifen, indem wir am Ende. Damn! Jetzt hätte ich hier für einen Bogenschützen aber aufpassen. Ich glaube, der hat mich getroffen, trotz des Schildes. Mal ganz kurz hier das aushalten. Hey, damn! Wir können auch die linke Maustaste länger gedrückt halten. Hier werden wir darauf hingewiesen, dass Stamina halt nach unten gehen kann. Auf jeden Fall linke Maustaste länger gedrückt halten. Gibt uns die Möglichkeit, Stärkeattacken auszulösen. Gleichzeitig, die haben hier Bogen gedroppt. Die werden wir auch hier alles schön mitnehmen. Denn fallen Bogen ist richtig, richtig nützlich und richtig, richtig cool in dem Spiel. Und mit Feuerbogen kriegen wir dann auch schon die dritte Klasse, wenn man so sehen möchte, in diesem Spiel. Und zwar im Endeffekt Nahkämpfer, Magier und Fernkämpfer sind die drei Dinger, die man auswählen kann. Logischerweise ist es bei weitem komplexer, weil man halt die unterschiedlichen Skills lernen kann. Und dementsprechend halt sich auf eine Sache konzentrieren oder hybrid gehen kann. Let's see where this goes. Bei Pfeilenbogen ist eine wichtige Sache, und zwar, man hat nur eine begrenzte Anzahl an Pfeilen, wenn man die nicht mehr hat. Dann kann man logischerweise diesen Bogen nicht mehr benutzen und dementsprechend entweder immer genug Pfeile dabei haben, oder man muss hingehen und versuchen, die alle wieder einzusammeln, die man ballert hat. Und das ist leider ein kleines Problem. Ab und zu mal, man sieht, dass der Pfeil in irgendeinem Kollegen drin steckt, aber man kann ihn trotzdem nicht wieder zurückbekommen. I guess we're lucky that didn't come down on top of us. Ja, das stack so richtig gut. We'd better push on. I'm sure the others will find another way out. Welche anderen? Du bist ziemlich großzügig für diese anderen. So, und da geht's nach oben. Da will ich ganz kurz gucken, ob hier nicht irgendwas versteckt ist. Hm, hier leuchtet zwar Licht runter, aber leider. Ja, sofort. Ich will vorher noch gucken, denn gerade solche Sachen haben immer irgendwie. Jaha, sag ich's auch. Coin Purse, 9 Gold und nochmal eine Potion und ein bisschen Gold. Da unten geht's vermutlich nicht lang, genau. Und hier. Ah. Hier geht's zum Punkt unter der Brücke, die dann gerade eingekracht ist. Es ist beeindruckend, wie viel hier unten drunter doch ist. Yes. Hi. So, und da kommen wir dann auch schon zu ekligen Spinnen. Und da will ich einfach mal ganz kurz hingehen. Und Feuer auspacken. Und das Schöne ist, man kann beide Hände nutzen. Nur eine Hand nutzen und dementsprechend halt dual gehen. Und wir hatten gerade eine coole Sache gesehen. Wir haben uns relativ gut angestellt. Und dementsprechend gab es da eine kleine Cutscene, eine kurze Animation. Das Ganze hervorgehoben hat. Und das passiert hier und da in gewissen Situationen. Das ist cool. So, wir wollen logischerweise immer gucken, dass wir Zeug mitnehmen können. Frostbite Venom. Sagen wir nicht nein. Spider Eggs. Und hier kommt dann eine Sache. Wir könnten zum Beispiel das Spider Egg einfach ohne Probleme essen. Und diese haben zum Teil bis zu 4 Fähigkeiten, 4 Effekte, die die haben können. Und die finden wir erst heraus, wenn wir das Zeug essen. Kann Vorteile haben, kann aber auch seine Nachteile haben. Hatte ich dich? Ja, ich hatte dich. So, in vielen dieser Spielen gibt es hier und da immer so ein paar versteckte Sachen, wie zum Beispiel, ihr seht Websack und da ist ein Skeever drin. Da gibt es hier immer und da ein paar Sachen, die man immer nochmal mitnehmen kann. Ob das Zeug wirklich alles notwendig ist zum Mitten. Oh, da ist gerade eine Leiche runtergeplumpst.
die da fest getackert worden ist. Eine interessante Sache ist wirklich, dass es halt... Ja, ach so, das war der... Der Skull, auf den ich gelatscht bin. Dass Leute halt diesen Anfangsteil bis hierhin gespielt haben und dann nicht mehr weiterspielen konnten, weil sie halt eine Phobie vor Spinnen hatten. Und dementsprechend gibt es wirklich Mods für dieses Spiel, die Spinnen durch Bären ersetzen oder Bären durch Spinnen, weil sie halt eine Phobie vor Bären haben oder ähnliches. Und dementsprechend ist natürlich Mod-Support wieder eine richtig geile Sache. So, ich gehe wieder hin. Iron Shield, Iron Sword. Das ist ein relativ großer Raum hier wieder. Lass mal gucken, ob der Kollege hier... Nope. Überhaupt nicht. Hold up. There's a bear just ahead. See her? I'd rather not tangle with her right now. You might be able to sneak by. Just take it nice and slow and watch where you step. Or if you're feeling lucky, you can take this bow. Might take her by surprise. Go ahead. I'll follow your lead and watch your back. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Punkt. Und zwar Stealth. Stealth ist eine richtig coole Sache. Und zwar, wir können logischerweise halt an Leuten vorbeischleichen. Und das ist relativ simpel gehalten. Wir sehen das Fadenkreuz. Wenn das Fadenkreuz wirklich mit zwei Strichen ist, dann sind wir gerade nicht entdeckt. Und wenn das Ganze dann zu einem Auge wird, dann ist die Chance halt immer größer, bis er uns dann halt entdeckt. Gleichzeitig, wir können Bonusschaden machen, wenn wir weiterhin im Stealth sind. Und dementsprechend... Wie man sieht, wir haben den Kollegen mit einem Schuss ausgeschalten, weil wir einen Stars-Bonus bekommen haben. Ansonsten hier den klassischen Helm, der Skyrim-Helm, wenn man ihn so sehen möchte, den man eigentlich auf dem Cover immer sieht. Und zwar der Helm mit den Hörnern. Ziehen wir logischerweise an. Sieht bei weitem cooler aus. So, und da kommt dann die nächste Sache. Und zwar, das Spiel kann man in First- und Third-Person spielen. Ich persönlich spiele es lieber in First-Person. Aber man kann auch Third-Person spielen und das Ganze so genießen. Obwohl ich sagen muss, wenn ich das jetzt hier gerade so mache, da ist schon so ein leichter Delay im Laufen und das ist dann halt echt nicht angenehm. So, bevor wir natürlich weitergehen, wollen wir gucken, was dieser große Klotz hier fallen gelassen hat. Und zwar erstmal den Pfeil und dann zu Klaus und den Pearl. Und wie man gesehen hat, der Pearl ist nicht nur relativ schwer im Vergleich zu anderen Sachen, sondern auch einiges wert. Oha. Hier hat jemand seine Marmelade fallen lassen und dann hinter sich hergezogen. This looks like the way out. I was starting to wonder if we'd ever make it. Looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Was er hier jetzt gerade sagt, ist interessant. Wir sollten ihn uns lieber aufteilen, aber im Endeffekt läuft er genau dorthin, wo wir hinwollen. Oder hin sollen, eher gesagt. Und er redet auch mit einem weiterhin. Und hier, allerhand Zeug, dass wir... Sieht, er bleibt auch hier immer wieder stehen, dass wir ja ihm folgen. Er hat auf jeden Fall uns darauf hingewiesen und da haben wir dann gleichzeitig Zukunftsquests bekommen. Dass wir halt den imperialen Truppen uns anschließen können. Müssen wir nicht, können wir aber. Und das ist die coole Sache, man kann hier wirklich einiges in dem Spiel machen. Mit einiges meine ich extremst viel. Das Spiel ist gigantisch. Man kann das Spiel vermutlich für Jahre spielen, wenn man möchte und könnte immer wieder neue Sachen finden.
Lustig, wer sich immer wieder umdreht. So, warum sammle ich hier die ganzen Blüten ein? Alchemie. See that ruin up there? Bleak Falls Barrow. When I was a boy, that place always used to give me nightmares. Draugr creeping down the mountain to climb through my window at night. That kind of thing. I admit, I still don't much like the look of it. Ja, Aussicht ist schon richtig, richtig schön. Also, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber selbst... These are the Guardian Stones. Three of the 13 ancient standing stones that dot Skyrim's landscape. Go ahead, see for yourself. Ja, das tun wir gleich. Was ich noch sagen möchte, wie gesagt, das Spiel sieht richtig, richtig gut aus meines Erachtens. Klar, hier und da sieht man schon, dass es ein bisschen älteres Spiel ist, aber selbst ohne Mods meines Erachtens sieht es noch immer richtig, richtig ordentlich aus. Und wenn man dann noch Mods nimmt und möchte, dass sein Rechner in Flammen aufgeht, dann kann man das Ganze sogar noch verbessern. So, wir haben Steine. Er hat gesagt, es gibt 13 Stück. Und je nachdem, was man wählt, The Warrior Stone, The Mage Stone, The Thief Stone, bekommt man unterschiedliche Vorteile. Those under the sign of the warrior will learn all combat skills 20% faster. Those under the mage will get magic skills 20% faster und the thief stealth skills 20% schneller. Dadurch, dass ich in erster Linie zwar immer versuche, die Gegner in Ruhe aus der Entfernung auszuschalten, ich möchte dann immer doch die Sicherheit haben, dass falls es zum Kampf kommt, was meistens der Fall ist, dass diese Skills dann schneller gehen. Warrior, good. I knew you shouldn't have been on that cult the minute I laid eyes on you. Da kriegen wir einen sehr coolen Eindruck in die Magie dieses Spiels, dieses Universums. Ein Zeug zu mitnehmen. Jupp, jupp, jupp. Und dementsprechend, wenn man jemand ist, der unbedingt unendlich viele Sachen einsammeln möchte. As far as I'm concerned, you've already earned your pardon. But until we get that confirmed by General Tullius, just stay clear of other Imperial soldiers and avoid any complications, alright? Ja, er geht jetzt hier so ein bisschen ins Extreme, aber solange man nicht den Gegnern, den Rebellen sich anschließt, dann passiert hier, glaube ich, auch nichts. Hi! Wurfattack! Ah, wie man sieht. Hier ist uns genau in die Klinge gesprungen. Dementsprechend Free Wolf Pelz für uns. Und mehr Blümchen. Also wer jemand ist, der gerne Horde spielt, das wird ein Spiel des Lebens sein. Das Spiel spielt wirklich in einer sehr gebirgigen Winterlandschaft und wer das mag, ja, das sieht richtig, richtig schick aus. Ich persönlich finde Schnee eh sehr schick. Dementsprechend sieht genial aus. Ich wüsste nicht, ob ich hier in dieser Welt leben möchte mit den Drachen und Zeug, aber schöne Landschaft ist es. So viele Blümchen. Things look quiet enough here. Come on, there's my uncle. I can talk to you. Hello. What are you doing here? Are you on leave from shores, boats? What happened to you, boy? Shh, uncle, please. Keep your voice down. I'm fine, but we should go inside to talk. What's going on? And who's this? He's a friend. Saved my life, in fact. Come on, I'll explain everything, but we need to go inside. Okay, okay, come inside then. Sigrid will get you something to eat, and you can tell me all about it. A dragon! I saw a dragon! What? What is it now, Mother? It was as big as the mountain and black as night. It flew right over the barrel. Dragons now, is it? Please, Mother. If you keep on like this, everyone in town will think you're crazy. And I've got better things to do than listen to more of your fantasies. Ich hab mir diesen Drachen nicht mitbekommen.
Sigrid, we have company. Bist ein bisschen jung. Ah. Tja, dieses Quest triggert erst, wenn ich sie hier hochschuppe. Na komm, na komm. Okay. Sie sollten nämlich hier hochkommen. Dann sollte das Ganze hier weitergehen, aber... Setzen wir uns einfach mal hin. Yep, das ist jetzt natürlich doof. Dann gehe ich mal ganz kurz aus dem Haus wieder rein und raus. Vielleicht triggert das das. Jetzt. Eigentlich sollte diese Konversation jetzt so losgehen. Das ist eine Sache, die leider ab und zu mal passiert, weil die Leute halt wirklich frei herumlaufen, ungeskriptet. Ihren Alltag nachgehen. Oh gut. Ain't every day we get visitors in Riverwood. Das ist ein bisschen schade, denn diese Konversation wäre relativ interessant. Hi. I hope that dragon isn't still flying around there somewhere. Of course. I know today wasn't the best introduction to the Legion, but I hope you'll give us another chance. The Legion could really use someone like you, especially now. And if the rebels have themselves a dragon, General Tullius is the only one who can stop them. Ja, und da ist dann halt wirklich die Sache, viele würden jetzt sagen, oh ja, wir sollten lieber den Rebellen uns anschließen, weil die uns versucht haben umzubringen. Der Punkt ist jedoch, wir wissen selber nicht wirklich, wie wir gefangen genommen worden sind. Wir fangen dieses Spiel wirklich halt in diesem Gefangenentransport an. Und dementsprechend, wir haben nichts wirklich Böses getan und dementsprechend kann man denen das Ganze auch nicht wirklich zuschreiben. Now so the dragons come, ordered my execution, why would I want to help him? Machen wir mal so. I don't blame you for being angry about it. I would be too in your shoes. But it was all a mistake. You weren't supposed to be on that cart with those Stormcloak traitors. And the Imperial Legion needs your help, especially now with that dragon out there somewhere and Ulfric back on the loose. I hope so. The Legion is Skyrim's only hope right now. Come on, we better get moving. May the gods watch over your battles, friend. Man kann hier wirklich einige Sachen erfahren. Wir sind gerade in Riverwood, also können wir hier mehr erfahren. Gerdr's family first settled here as woodcutters a few generations ago. She and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes and fixing the sawmill. Can I use your forge? Da könnte man dann diesbezüglich Sachen lernen. Man könnte auch fragen, was man zu diesem Krieg hält. Und jede Person, die man darüber ansprechen kann, die diese Option hat, hat vielleicht eine andere Meinung dazu. People are rightly stirred up about the damn Dalmor being allowed to roam around arresting people. Just for worshipping Talos. But was it worth tearing Skyrim apart and maybe destroying the Empire? No. Ulfric will have a lot to answer for in the end. Nords have always supported the Empire, and the Empire has always been good for Skyrim. Yep, und da können wir dann halt auch weitere Sachen erfahren. Religion ist in dem Spiel auch eine große Sache. It's from that treaty that ended the Great War, remember? When the Emperor was forced by the Talmor to outlaw Talos worship. We didn't pay much attention to it when I was a boy. Everyone still had their little shrine to Talos. But then, Ulfric and his sons of Skyrim started agitating about it. And sure enough, the Emperor had to crack down. Dragging people off in the middle of the night. One of the main causes of this war, if you ask me. Interessant. Mhm. So, und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Und zwar, was soll ich mit ihm noch bereden? Ist es jetzt hier wirklich die grundlegende? Of course. Take what you need. Okay, also hier könnte man wirklich sehen, was sie haben. Und da könnte man wirklich so einige interessante Sachen mitnehmen. Iron Ingot, Lockpicks. Ich will ihnen jetzt logischerweise nicht alles wegnehmen. Aber das sind so die Sachen, die relativ interessant sind. Ich glaube auch das Zeug. There's something you could do for me. For all of us here. You looking for a new blade?
I see no harm in it, if you have the skill. The grindstone will improve your weapons. Use the table to improve your armor. If you've got the raw materials, you can use the forge to make something new. Good day. Ja, das Problem ist leider, dass diese Sache hier in... I'm spoken for, you know, so don't get any ideas. Until next time. Also eigentlich, wie man sieht, das ging, ist hier immer noch am Start. Dementsprechend, ich werde mal kurz eine Sache machen, und zwar, man kann Zeit vorspulen. Ich versuche immer noch dieses eine Gespräch zu triggern, was wirklich schade ist, dass das nicht funktioniert. Nope, weiterhin nicht. Dann müssen wir weitere Sachen ausprobieren, und zwar, ich glaube, 24 Stunden hilft ebenfalls. Also gehen wir mal wirklich hin und springen wirklich einen ganzen Tag vorwärts. Meine Güte. Im Endeffekt sollten die dann halt darüber reden, was gerade passiert ist. Und dann sollte dann damit auch das nächste Quest starten. Dementsprechend ist es eigentlich relativ wichtig, dass wenn man das Quest spielen möchte, dass diese Cutscenes halt funktionieren. Ob diese Scripts eher in der Hinsicht. Nope, weiterhin nicht. Das ist echt doof. I'm spoken for, you know, so don't... I just hope the war doesn't come to Riverwood. There's enough trouble in the world without those Stormcloaks stirring up more. I hope that dragon is still flying around there somewhere. General Tullius has his headquarters in Castle Dower, in the city of Solitude, northwest of here. You'll want to talk to Legate Ricca. She deals with the new recruits. I'll be sure to put in a good word for you if I get back to Solitude first. So, und hier könnten wir noch weitere Sachen erfahren, aber ich glaube, die sind eigentlich nicht unbedingt 100% wichtig. So did I. If the damn Stormcloak somehow found one, or woke it up, the war might be about to take an ugly turn. Hard to believe it was just a coincidence that the first dragon anyone's seen for centuries attacks just as Ulfric was about to be executed. Vor allem, dass dann keiner Kursi Situation ausgenutzt hat und ihn wenigstens angegriffen hat. Ganz kurz mit dem Schwert angegriffen oder ähnliches, weil die waren ja noch unbewaffnet im Augenblick. Aber ich denke, das war dann halt zu überraschend, der ist ziemlich schnell weggerannt. You didn't know? That was Ulfric Stormcloak and his top lieutenants. Okay, hier könnten wir dann wirklich dann noch Sachen erfragen. Oh, right. You were caught trying to cross the border into Skyrim, weren't you? You're not kidding. Ulfric's the leader of the Stormcloaks. You know, the traitors trying to break Skyrim away from the Empire. A masterstroke by General Tullius. He's only been in charge here for a few months, but he's turned things around for the Empire. We've been trying to catch Ulfric since the war started, but he always seemed to slip through our fingers, like he knew we were coming. This time, the General turned the tables on him. Ulfric rode right into our ambush with only a few bodyguards. He surrendered pretty meekly too. So much for his death or glory reputation. I thought we were taking Ulfric back to Cyrodiil, but I guess the general changed his mind. You know the rest. You haven't heard of the civil war in Skyrim? I guess down in Cyrodiil, people have other things to worry about. It's pretty simple. Ulfric founded the Stormcloaks years ago, as a sort of private army to advance his ambitions. He's always used the ban on the worship of Talos to stir people up against the Empire. He never succeeded in getting much support, so a few months ago he murdered the High King. That got the Empire's attention. Ja, verständlich. You didn't know? That was Ulfric's Stormcloak. You're not kidding. Ulfric's the leader of the Stormcloaks. So, you know, the traitors trying eine Sache, die man hier leider schon gesehen hat. Good luck. Oh, if you get a chance, look me up in Solitude. Das Problem war wirklich, dass ab und zu es mal wirklich einfach mal passieren kann, dass man runterscrollt, sagt man will das nächste auswählen und man wählt dann auf einmal Sache aus, die da drüber ist, die man vielleicht schon gehört hat. So, und das ist jetzt echt doof, denn sie sollte eigentlich die ganze Sache halt auslösen, aber dadurch, dass sie da hängen geblieben ist, ist das nie passiert. Und sie läuft auch wirklich immer nur auf dieser einen Stelle. Man sieht Kind, Dorte.
Das macht leider auch nichts. Dementsprechend, es war ein bisschen blöd, aber wir werden damit jetzt ganz kurz mal leben. So. Steel Ingots. Und zwar relativ schwer, aber die nehmen wir mit. Und hier können wir dann hingehen und die Workbench nutzen, um Sachen zu erstellen. Relativ simpel, dadurch, dass wir die Ingots hier schon haben, könnten wir halt die grundlegenden Sachen schon mal machen. Wir können hingehen und mit dem Tanning Rack Leder verarbeiten. Denn Leder ist auch hier relativ wichtig. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben ein Bärpelz, den können wir nutzen, oder halt die zwei Wolfpelz. Und da kann man halt wirklich die unterschiedlichsten Sachen zum Teil daraus machen. Hier gerade, wie man sieht, sehr viel ist eher für Magier gedacht. Und hier dann halt die Schmiede, um wirklich vieles in unterschiedlichsten Arten zu machen. Aber wenn man das Zeug dafür halt gerade eben nicht hat, dann kann man es logischerweise nicht machen. Und Contact Rename, okay. Kann man also seinen Namen ändern. Warum auch immer man das hier finden kann. Keine Ahnung, warum das die Mods dort hinzugefügt haben und nicht an andere Stelle, aber gut. So, und wenn wir hier schon sind, und er hat davon erzählt, er betreibt die Säge hier. Und das Schöne ist, wenn man eine Axt findet, kann man hier wirklich Holz hacken und kann da das theoretisch als Geldquelle nutzen. Ist jetzt nicht unbedingt überragend und dauert zum Teil auch ein bisschen lange, aber es ist machbar. Und dann haben wir hier auch gleichzeitig, wenn wir hier hochgehen, die Säge selbst und die kann man auch benutzen. Dementsprechend machen wir das mal. Alle hopp. Also ich denke, der Anfang war ganz beeindruckend und dann aber darauf ausgehen, dass man den Schwung darüber bekommt und dass das Zeug dann halt so angenehm herunterplumpst. Ja, der Lock ready to cut und dementsprechend gehen wir vor. Jop. Und die Säge beginnt. Ich finde das eine relativ coole Sache, dass man so halt wirklich halt seiner Arbeit nachgehen kann und auch dadurch bezahlt werden kann. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich nie gemacht, weil ich dann halt eher jemand bin, der dann doch sich in die Welt stürzt und eher halt Sachen entdeckt, so halt Geld bekommt. Aber auch eine Möglichkeit, also wer das Ganze sehr Roleplay-mäßig spielen möchte, der sagt, ich bin halt jemand, der hier lebt und so sein Geld verdient. Machbar. So, wir haben auch hier wieder mehr Blümchen. Das Schöne ist, man kann das ganze Zeug einsammeln, kann das ganze Zeug essen, man kann es in Alchemie weiterverarbeiten und kann dann so neue Getränke. Ich fasse dieses Brot und diesen Käse nicht an. Tut mir leid. So, und ich will jetzt eine Sache gucken, denn in meinem Hauptspielstand habe ich einen lustigen Fehler und ich will wissen, ob der immer noch hier ist. Das. Hier sollte eigentlich noch was passieren in dem einen Haus, dann sollten wir unseren nächsten Punkt bekommen, wo wir weitermachen sollten, denn wir sehen, wenn wir oben auf die Karte gucken, neben dem Haus das Symbol, das bedeutet, das ist das Hauptquest, wo wir hin müssten, und das würde das Ganze funktionieren, dann weiter springen, tut es hier leider nicht. Ansonsten hier kann man Fisch wieder mitnehmen, also immer wenn es so welche, irgendwelche Tiere oder ähnliches gibt, die irgendwo hängen, dann kann man da meistens Futter rausnehmen. So, und jetzt kommen wir gleich zu dem einen Punkt, den ich mir angucken will. Und zwar gibt es hier einen Baum. Ich glaube, es ist immer noch der Fall. Yes, ich glaube ja. Und zwar sind hier mehrere hunderte Vögel drin. Ich habe, glaube ich, auch keine Leuchte. Warte, lass uns mal ganz kurz gucken. Lass uns mal ein paar Stunden vorspringen. Ich glaube, 4 Uhr ist immer noch nicht das Beste. 6 Uhr meine ich. Aber das ist auch beim Originalspielstand so. Hier sind mehrere Vögel drin, wie man sieht, an den mehreren Schnäbeln. Und die machen unendlich viel Krach. Jetzt weiß ich nicht, unendlich laut. Aber die stecken hier fest. Und wow, haben die große Flügel. Und tja. Das habe ich in meinem Hauptspielstand, in meinem Nebenspielstand, als ich Magier gespielt habe. Und in diesem immer wieder der Fall, dass die immer da drin festhängen und immer Krach machen. Keine Ahnung, ob das wirklich grundsätzlich bei allen so der Fall ist. Und oh, ho, 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 hallo. Oder ob das wirklich nur bei mir ist. Aber das ist der Fall.
So, eine weitere Sache. Und zwar oben auf dem Radar können wir jetzt einen roten Punkt sehen. Und das ist für die Gegner. Das ist in dem Fall die Mudcrab. Und bevor das Ding mir wegschwimmt, nehme ich das mit. Eine ganz, ganz wichtige Sache ist, und das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann, wenn es ein Spiel macht, und zwar, also nicht macht, ist Monster oder Tiere oder ähnliches, die respawnen nach einer Zeit wieder. Dementsprechend zum Beispiel in... Oh, nice. Haben wir jetzt leider keine Pickaxe für. Wie zum Beispiel im Vorgänger in Oblivion. Wenn du die Wölfe, die du da vorne gesehen hast, umgenäht hast, dann kommen die nie wieder. Dementsprechend, wenn du dann halt wirklich alles umgenietet hast in der Umgebung, dann ist es auf einmal relativ langweilig geworden. Dementsprechend respawnt das Zeug hier. Man hat eigentlich immer eine lebendige Umgebung, wo auch mal was passieren kann. Dementsprechend macht es auch Sinn, von A nach B zu laufen, weil immer wieder was passieren kann. Bei Skyrim war es, beziehungsweise bei Oblivion eher. Oblivion war es so, wenn du A nach B geritten bist, hast du alles umgenietet, dann kannst du da auch das Fast-Traveling-System nutzen. Und, oh, guten Tag. Und kannst dann halt das Ganze überspringen, weil da eh nichts passiert. Und dementsprechend ist das cool. So. Elch. Gehen wir's hin? Yes. War zwar nicht der beste Schuss, weil man gesehen hat, wir haben, glaube ich, sein... Oh. Sein Knie oder ähnliches getroffen. Ich habe hier gerade irgendwas hecheln gehört. Das könnte ein Wolf oder ähnliches sein, aber ich will nicht überrascht werden, denn das ist wirklich eine Sache, die diese Spielemacher, Bethesda, relativ gut hinbekommen, und zwar durch das First Person eine Atmosphäre aufbauen, die zum Teil relativ unheimlich sein kann. Da nehme ich zum Beispiel Fallout 3 immer ganz gerne das Beispiel. Das allererste Dungeon, wenn man so sehen möchte, die Schule, die man finden kann, es ist schon relativ unangenehm, wenn man das Ganze in First Person spielt. Verweisen sieht es aus wie ein fliegendes Buch da oben. Und das Schöne ist, wenn man sich gut anstellt, könnte man theoretisch versuchen, mit Pfeil und Bogen dieses Flatterfieder aus der Luft zu holen. Und es funktioniert. Habe ich schon mal hinbekommen. So, und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Es war jetzt wirklich schade, dass dieses Hauptstory-Quest jetzt nicht mitmacht. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns hier nicht umgucken können. So, wir sehen, da hinten ist eine Stadt. Und, oha. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und nutzen nicht nochmal, wir nutzen mal Spark. Gehen aber hin, machen Spark und Flames. Wie man sieht, zwei unterschiedliche Feuersachen. Und das Schöne ist, was sehr, sehr ätzend ist, linke Maustaste, rechte Hand. Rechte Maustaste, linke Hand. Unlimited Power. Und der ist platt. Cool. Also wie man sieht, Magie funktioniert, selbst wenn wir überhaupt nicht auf Magie ausgelegt sind. Logischerweise, stärkere Gegner werden da nicht so einfach umfallen. Aber es funktioniert so. Und ich will jetzt einfach mal wirklich beide Sparks gehen. Denn hier sind definitiv noch mehr. Aber ich denke, es ist klar, wenn man halt eher Magier sein möchte, dann sollte man auch das Magierzeug mit sich schleppen, denn man hat dadurch einfach mehr Magie zur Verfügung und ist nicht nur stärker, sondern kann auch länger damit kämpfen. Ich glaube, das war's schon. Das waren nur zwei. So, da hinten haben wir eine Stadt. Sieht von Weitem interessant aus. Noch nicht so beeindruckend, als wenn wir näher dran wären. Dementsprechend, wir gucken einfach mal dort vorbei. Und ich bin gespannt, wie das abläuft, gerade wenn wir eben nicht das nächste Quest annehmen. Denn ich glaube, das nächste Quest ist wirklich, dass wir erstmal nach Whiterun gehen sollen. Da haben wir die Stadt. Und dementsprechend bin ich gespannt, ob das vielleicht anders passiert. Denn ich glaube, mit dem Quest passiert überhaupt nichts. Aber ohne, gerade wie der hervorgehoben hat, dass man sich gerade halt von den Imperialen weghalten soll, selbst wenn man halt nichts Böses getan hat. Bin ich mal gespannt, ob da irgendwas anderes jetzt passiert. Und ich bin jemand, der super gerne vielleicht nicht Viecher in den Puch schießt, aber hey, Sneak Damage, Doppelschaden.
Eine weitere wichtige Sache ist, es gibt die Möglichkeit, Level-Ups zu bekommen, aber das läuft ein bisschen anders ab, als jetzt zum Beispiel bei anderen RPGs oder MMOs oder ähnlichen. Ja. Quietsch, 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 was auch immer das gerade war. Hier ist es nicht so, dass man 10.000 von diesen Viechern umnieten muss, um ein Level-Up zu bekommen, sondern man muss einfach gewisse Sachen immer und immer wieder machen. Und zwar halt immer wieder halt aus der Entfernung mit dem feinen Bogen Viecher umnieten, und damit kann man dann halt seinen Schleichbonus verbessern oder ähnliches. Und wenn man dann halt das Ganze zu einem gewissen Level gebracht hat, gibt es ein Level-Up. So, ist das da oben was? Keine Ahnung. Aber ich lasse einfach mal ganz kurz den Bogen in der Hand. Denn da hinten laufen welche. Gucken, ob wir zu denen anschließen können. Ja, und das solltest du schon beibehalten. So. Ebenfalls eine ganz wichtige Sache. Ist zwar ein bisschen frühzeitig, dass ich das hervorhebe, aber mit gezogenem Schwert auf Leute allgemein zu laufen, ist nicht empfohlen. Denn wie man sich vielleicht vorstellen kann, man ist immer noch unbekannt und dementsprechend dann halt irgendeinen Hackmack versuchen. Da ist ein Wolf. Ist vielleicht nicht empfohlen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Stormcloak Soldier und einen Imperialen, der den abführt. Fledermäuse. Butterflies. Können wir mitnehmen und ebenfalls benutzen. Und vor allem, wenn man fies ist, kann man hingehen. Sind die unter Futter geteilt? Ne, unter Ingredients. Oh, man nimmt nur die Flüge mit. Auf jeden Fall kann man hingehen und das Ganze essen. Wir sehen Damage Stamina des Karat. Und dementsprechend haben wir ganz kurz Stamina Schaden bekommen. Wissen also, das sollten wir vielleicht nicht futtern, wenn wir Stamina brauchen. In welcher Hinsicht auch immer. Aber wir wissen jetzt, das ist zum Beispiel eine Sache, die man da benutzen kann. Komm an. Kommst du her? Ja, das kann das Problem sein. Die Viecher sind zu klein. Und die Sache, die wir zum Beispiel sehen, das ist ein zufälliges Event, wenn man so sehen möchte. Und das kann halt immer wieder passieren. Es kann passieren, dass hier auf einmal Banditen auftauchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Event ist in diesem Event, dass halt andere versuchen, diesen zu befreien, oder man selber halt das machen könnte und den befreien und dadurch halt Vorteile bekommen könnte, wenn man halt den Rebellen sich anschließen möchte. So, und ich würde sagen, dass wir halt wirklich mal zu dieser Stadt gehen, einfach um zu sehen, ob was passiert. Oh mein Gott, ich dachte erst, das ist ein Zombie. Aber das ist einfach nur eine Frau. Well, that's taken care of. No thanks to you. Ich war nicht mal in der Nähe, als ihr das Vieh da umgenietet habt. Certainly not. But a true warrior would have relished the opportunity to take on a giant. That's why I'm here with my shield brothers. An outsider, eh? Never heard of the Companions? An order of warriors. We are brothers and sisters in honor. And we show up to solve problems if the coin is good enough. Not for me to say. You'll have to talk to Kodlak Whitemane up in Yorvaskar. The old man's got a good sense for people. He can look in your eyes and tell your worth. If you go to him, good luck. Na, sehen wir. Wir haben eine neue Fraktion, wenn man so sehen möchte, kennengelernt, und Giants. Wir haben Drachen gesehen und ich kann Ihnen schon mal sagen, in der Zukunft gibt es mehr Drachen. Es gibt Bären, es gibt sogar Trolle und die sind alle sehr, sehr stark. Die kommen nicht gegen einen Giganten an. Die Giants sind so übelst, das ist nicht mehr lustig. Wenn du dich clever anstellst, kannst du die ausnocken, aber wenn du in den Nahkampf versuchst, die wirklich 1 gegen 1 mit Schild hoch und Schwert raus. Ich werde jetzt nicht sagen, was passiert, aber das wirst du nicht so schnell hinbekommen. Ansonsten auch eine ganz schicke Sache, dass das sowas wirklich ausgeschrieben worden ist und nicht einfach nur Mouse over, oh ja, da muss ich hin, sondern dass das wirklich Schilde sind. So, eine Sache, die ich jetzt euch nicht so zeigen kann, aber man wird in der Zukunft noch etwas stärker. Und nicht nur, weil wir unsere Skills verbessern, sondern weil wir die eine oder andere Sache freischalten, die das Ganze sehr, sehr beeindruckend macht. Würde die Story funktionieren, könnten wir vielleicht schon mal den Anfang davon machen. Aber, ne, das wird uns nicht gegönnt. So, wir sehen
Überall sind Wachen am Start. Und dementsprechend wären wir hier halt den Böse gesinnt, dann würden die auf uns losgehen. Halt! City's closed with the dragons about. Official business only. Aha, I have news from Helgen about the dragon attack. Fine. But we'll be keeping an eye on you. Oh, es hat funktioniert. Nido. Eine weitere wichtige Sache. Und zwar, hier habe ich eine Mod installiert, die dazu führt, dass NPCs die Klappe halten. Das klingt jetzt ein bisschen fies. Wenn man das Ganze aber wirklich mal gespielt hat. I just can't fill an order that size on my own. Why don't you swallow that stubborn pride of yours and ask Yorland Greymane for help? I'd sooner bend my knee to Ulfric's Stormcloak. Besides, Greymane would never make steel for the Legion. Have it your way. I'll take the job, but don't expect a miracle. Auf jeden Fall, für NPC Talks aktiviert. Einfach weil die Leute zum Teil nicht die Fresse halten können. Da läufst du wirklich an denen vorbei, also so, hier so, und die Person würde mit dir reden. Gleichzeitig, diese Honks sind sowas von unsympathische Dreckskinder, die in der Zukunft einen sowas von fiese Sachen hinterherwerfen oder nervige Sachen, dass man wirklich froh ist, dass man das installiert hat. So, jeder, der dieses Spiel schon mal gespielt hat, Vanilla gespielt hat, wird sich wundern, warum das Ganze hier so anders aussieht. Und zwar Mods installiert, die das Ganze ein bisschen realistischer machen. Dementsprechend Bäume, mehr Vegetation. Und das sieht dann doch schon so ein bisschen interessanter aus, denn das Original ist relativ kahl und das ist nicht allzu toll. Ansonsten Sachen, die man essen kann. Und eine Sache, die ich auch noch nicht drauf eingegangen bin, und dafür brauche ich vermutlich einen besseren Punkt, um das zu zeigen. Und zwar, wir können Sachen mitnehmen, aber das ist nicht in jeder Situation clever. Und zwar, man sieht zum Beispiel hier einen Markt. Hier sollte ich vielleicht nicht hingehen und die Tomaten nehmen, denn wie man sieht, in Rot Steel. Das bedeutet, wenn wir das machen würden, wenn die Person es auch noch sieht, dann kann das zu Konsequenzen führen. Warum hat... Das ist doch bestimmt irgendeine Mod, die das dazu führt, dass diese Viecher theoretisch ansprechbar sind. Ja, und hier könnten wir dann halt wirklich weitergehen, könnten hochgehen zum Chef, zum König dieses Ortes. Und ich muss wirklich sagen, die Mod macht diese Stadt bei weitem schöner. Also, Whiterun ist normalerweise sowas von kahl. Bisschen vielleicht ein Ticken zu viel vielleicht. So sieht es fast aus, als wäre hier niemand am Leben, denn ich glaube, sowas zum Beispiel würde man wegmachen. Sowas würde man wegmachen, dass es gerade hier nicht so übersteht. Aber ansonsten ist es definitiv besser als das, was vorher da war. Wenn ich das schwer ziehen. Der Kollege ist jemand, der grundsätzlich immer relativ viel labert. Aber wir gehen hier hoch, um einfach mal mit dem Chef hier zu reden. Dragon's Reach. Ansonsten sieht man hier auch wirklich, Architektur ist leicht Wikinger-orientiert und meines Erachtens sehr, sehr gut aussehend. Ist eine angenehme Alternative zum normalen Fantasy im Mittelalter. Oh oh. Ich bleib gleich mal hier stehen. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuth is not receiving visitors. Well, it explains why the guards let you in. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. Genau. Okay, du führst mich nicht dorthin. Creepy looking girl. So, eine Sache, bevor wir das machen. Und zwar, ich hatte es kurz schon mal angemerkt.
NPCs haben Routinen, die sie nachgehen. Dementsprechend, je nachdem, wie viel Uhr wir haben, machen sie die unterschiedlichsten Sachen. Essen, schlafen, bewachen oder je nachdem, was halt der NPC für eine Rolle hat. Oh mein Gott, du siehst aus wie der... So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? Yes, I had a great view while the Imperials were trying to cut my head off. Destroyed and last saw... The Imperials were about to execute Ulfric Zonos and the dragon attacked. I should have guessed Ulfric would be mixed up in this. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls? Against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If that dragon is lurking in the mountains... That is a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should Enough. Not... I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Ireleth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps? Come, let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. So wie ursprünglich... Faringar, I think I've found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Alright, where I'm going to, where I'm fetching, what does this have to do with dragons, tell me. Okay, machen wir das erst einfach. Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? I, learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Anything you can tell me? An old tomb, built by the ancient Nords, perhaps dating back to the Dragon War itself. Ah, maybe you just want to know how to get there. It's near Riverwood, a miserable little village a few miles south of here. I'm sure some of the locals can point you in the right direction once you get there. Well, must preserve some professional secrets, mustn't we? I have my sources. Reliable sources. The game script. So können wir noch weitere Sachen auch wieder hier erfragen. Wie man sieht, einige Sachen, die man erfragen kann. Und das spare ich mir mal ganz kurz. This is a priority now. Anything we can use to fight this dragon or dragons. We need it quickly, before it's too late. Of course, Jarl Balgruuf. You seem to have found me an able assistant. I'm sure he will prove most useful. Succeed at this, and you'll be rewarded. Whiterun will be in your debt. Ja, yep. Und das ist eine Sache, die man definitiv machen sollte, denn die Belohnung ist gar nicht mal so schlecht. Und du läufst gerade in den Stank, Tisch, was auch immer das sein soll. So eine Sache, die ihr jetzt nicht so richtig mitbekommen habt, weil ich es nicht hervorgehoben habe, und zwar, man kann normal laufen, man kann gehen. Wenn man Shift gedrückt hält, kann man gehen. Wenn man aber Shift gedrückt hält und dann mit einer Person redet, und logischerweise während des Redens die Shift-Taste wieder loslässt, dann merkt er sich den Modus, den man gerade im Laufen hatte, und macht den Standard. Das heißt also mit Shift, also normalem Gehen, mit dem man reden, Shift loslassen, neuer Laufgang ist dann Gehen, nicht mehr normales Rennen oder Laufen.
Okay, wir haben eine Aufgabe bekommen. Denke ich nicht, dass wir das jetzt machen werden, aber... Ich möchte euch die Map zeigen, die Weltkarte. Und wir können sehen, dass das Spiel doch relativ groß ist. Vieles zu entdecken. Und man könnte theoretisch an gewissen Punkten schnell reisen, wenn man die bereits erkannt hat. Also zum Beispiel hier, Fast Travel to the Guardian Stones. Oder man kann einfach hingehen und irgendwelche Questmarker setzen, wenn man einem das Ganze so danach ist. Remove it, genau. Es gibt wirklich einige Punkte, die man ansteuern kann. Das sind zum Teil halt wirklich wichtige Punkte, Städte oder ähnliches, wo man dann halt weitere Aufgaben machen kann. Ich würde sagen, für jetzt gehen wir einfach nochmal einfach raus. Wir haben jetzt ein bisschen Story hier und da gehabt. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal um. Einfach um mal zu sehen, was man noch so finden kann. Ob wir vielleicht nicht das eine oder andere zufällige Event bekommen können. Ich ignoriere mal ganz kurz hier die Leute, die hier rumlaufen. Guten Tag, Kollege, den wir am Anfang mitbekommen haben. Und eine weitere wichtige Sache, das ebenfalls eine Mod ist, dass hier wirklich viele neue Sounds hinzugefügt worden sind, um halt gerade so Hintergrundgeräusche ein bisschen realistischer zu machen oder einfach hinzuzufügen. Dass man halt wirklich, wie man hört, Leute im Hintergrund reden, als wäre man wirklich auf einem Marktplatz. Wenn man an einer Taverne vorbeiläuft, hört man zum Beispiel teilweise Leute, die singen oder ähnlich. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr viel Atmosphäre hinzufügt. So, ich bin jetzt mal ganz kurz so frei und nehme mal die Abkürzung. Das ist etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich versuche schon relativ realistischer zu machen, denn in echt würde man... in echt würde ich halt nicht auch über irgendwelche Sachen rüberspringen, sondern den normalen Weg gehen. Dementsprechend in den meisten Fällen mache ich das nicht, einfach querfeldein oder ähnliches. Aber für jetzt, um mal ganz kurz ein bisschen Zeit zu sparen, mache ich das einfach mal. So, und... Hier muss man dann logischerweise schon anfangen, ein bisschen aufzupassen. Gerade wenn man halt nicht auf den Straßen entlang geht, ist die Chance um einiges höher. Die Viecher machen einem zum Beispiel überhaupt nichts. Wenn ich zum Beispiel auf die zulaufe, rennen sie, glaube ich, weg. Genau. Sind also scheu vor Menschen. Ich glaube, selbst wenn man sie angreift, rennen sie vor einem weg. Und eine Sache, die ebenfalls wirklich interessant ist, was ich ja schon mal... Oh, wir haben da hinten ein Lagerfeuer. Und wie man sieht, da laufen Riesen. Und wenn wir weiter gucken, man sieht es eigentlich im Endeffekt auch schon auf dem Radar oben, da ist auch ein Mammut am Start. Und das sind beides Sachen, die man gar nicht mal so einfach umniedet. Denn wie man zum Beispiel sieht, das Mammut ist dort hinten und das Vieh ist doch relativ groß. Und sogar mehrere Mammuts. Aber diese Riesen umnieten, das lohnt sich extremst. Denn zum Teil haben die halt echt gutes Zeug dabei. Sei es jetzt Equipment oder einfach nur Sachen zum Verkaufen. Aber, und ich werde es einfach mal zeigen. Ich werde es wirklich einfach mal zeigen. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Ist nicht so schlimm. Und zwar, wir wollen logischerweise hingehen und mit Pfeil und Bogen auf diese Kollegen schießen. Gleichzeitig... Mal gucken, dass wir die Möglichkeit haben, immer auf dem Highground zu sein. Denn diese Kollegen schlagen zu und das tun sie heftig. So, wie man sieht, der Kollege hat mitbekommen, was Sache ist. Er weiß nicht hundertprozentig, wo wir sind, aber er weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Und wie man sieht, Sneak ist richtig hochgegangen, weil der nicht wusste, wo wir sind. Solange der nicht herausfindet, wo wir sind, ist das ein Wert, den wir super leveln können. Ebenfalls eine Sache, die aber auch hervorgehoben werden muss. Der Kollege wurde nicht zwangsweise getroffen. Oh oh. Es konnte wirklich einfach der Fall sein, dass er einfach nur der Pfeil bei ihm in der Nähe gelandet ist. Und dementsprechend... Das hat ihn aber getroffen. Und wie man sieht... Oh oh. Auch der Kollege ist jetzt aggressiv geworden oder hat uns mitbekommen. Aber wir bekommen wirklich immer wieder Sneak dadurch verbessert. Ich glaube, ich
muss weiter höher schießen. Ja, das war nix. Man muss wirklich ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, denn ich glaube, ich habe den jetzt hier die letzten paar Male so überhaupt nicht getroffen. Ich glaube, ich habe ihn genau durch die Beine geschossen. Aber wir bekommen halt so wirklich den Sneak-Wert extremst hoch und kriegen halt auch gleich unser erstes Level ab. Dementsprechend mache ich es einfach mal noch ein bisschen weiter. Ah, das habe ich ihn aber überhaupt nicht getroffen. Das Problem ist, jetzt sind hier zwei unterwegs, die wirklich nebeneinander stehen. Wie man sieht, die kommen immer näher. Dementsprechend muss ich halt aufpassen und meine Distanz aufrechterhalten. Das Wichtige ist wirklich, dass die uns nicht mitkriegen. Denn wenn das passiert, dann müssen wir entweder richtig gut rennen können. Oder wir gehen drauf. Ich verballe hier einfach nur Pfeile. So, ich warte jetzt einfach nur. Ich hoffe einfach mal kurz, dass wir noch diesen einen. Yes! Dann haben wir unser Level abbekommen. Und ich zeige es einfach mal. Leveling up. When you level increase, you must choose to increase your health, magicka or stamina. You can also select a new perk at this time or save it for later. Als allererstes können wir hier auswählen, ich nehme Health, denn wir sind in erster Linie ein Nahkämpfer, haben dadurch 110 statt 100 und können jetzt hingehen und können in die unterschiedlichsten Punkte uns das Ganze angucken. Und hier kommt halt wieder dieser Balken unten zugute. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei Sneak gesehen haben, wir haben Sneak jetzt auf 20 gebracht, würden wir hingehen, könnten wir mit 20 Sneak halt ohne Probleme Stealth auf 1 von 5 bringen. Ja, 20% harder to detect when sneaking. Und ab einem gewissen Punkt, zum Beispiel hier ab 30, können wir Backstab lernen. Sechsfacher Schaden, wenn wir von hinten mit der Einhandwaffe angreifen. Neues vom Armor wird reduziert und so weiter und so fort. Und hier gibt es dann auch Mod, die das zum Teil deaktivieren können, dass man die Reihenfolge selbst bestimmen kann oder ähnliches. Ganz cool. Und ich wollte eigentlich nicht raus, sondern ich wollte gucken, was wir machen können. Wir sehen auch schon, so gewisse Sachen sind schon höher. Und das liegt einfach daran, was für eine Rasse wir gewählt haben. Wir hatten eine, die plus 5 in Speech bekommen kann. Und dementsprechend Buying and Selling ist besser geworden. Ich hätte jetzt ganz gerne. Nope. Ist ein bisschen fiddly, denn man wird nicht wirklich darauf hingewiesen, wie man aus der Sache rausspringen kann wieder. Denn man kann hier hoch und runter gehen, aber man kann nicht. Ah, doch, einfach mit den WSAD hingehen. Okay. So, 100-200 Block. Denke, das ist so eine Sache, die wir gucken sollten. Oder ähnliches. Also man hat hier wirklich so einige Sachen zur Auswahl, die man machen kann. Wir haben gerade One-Handed, also hier zum Beispiel mehr Schaden mit Einhandwaffen machen. Das könnte wirklich hilfreich sein. Power Attacks with One Hand cost 25% less, also diese aufgeladenen Attacken, die mit für weniger Stamina einsetzen zu können, ist auch eine richtig gute Sache. Und dadurch machen wir das. So. Ich will. Wir könnten eigentlich ruhig mal zu dieser Burg da hinten hingehen. Dabei würde ich es wirklich sagen, gehen wir mal wieder zum Schwert und zum Schild rüber. Und ich werde mal ganz kurz unseren Angriff, unseren nichtsbringenden Angriff auf diese Riesen einfach mal unterbrechen. Denn wenn sie uns mitkriegen und wir nicht rechtzeitig wegrennen können, dann sind wir tot. Und irgendwas hat uns entdeckt und ich gehe einfach mal davon aus, dass es das Vieh da hinten war. Denn das ist gerade in die Luft gesprungen, als es hervorgehoben worden ist. No, das ist hier eine Mudcrab wieder. Und was auch immer da im Hintergrund noch ruht. So, hier haben wir gleich mehrere von den Viechern. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ansonsten hier auf, aufladen, zack. In der Zukunft gibt es Möglichkeiten,
Sachen verstauen zu können. Das heißt also mit diesen 300, die wir am Anfang anhaben. Und hier sollte ich aufpassen, dass ich nicht zu nah an dieses Camp komme. Das können wir irgendwann ausbauen, können gewisse Sachen irgendwo lagern. Also wir müssen nicht irgendwann in das Problem, mit dem Problem kämpfen, dass wir halt Sachen nicht mehr mitnehmen können. Und zurücklassen müssten. Ah, das war mein Haus. Aber immer in diesen Häusern kann man Sachen finden. Die sind nämlich irgendwo... Wo war das jetzt bitte genau denn? Ah, hier! Ich habe einfach auf die Bretter geguckt und das hat schon gereicht. Und eine Möglichkeit gibt es auch zu schlafen, wenn man im Bett schläft. Ist das bei Weitem besser als in normaler Umgebung. Einfach nur mit Betten. So. Ich kann euch nicht sagen, ob das gut oder böse sind. Dementsprechend schleichen wir uns wirklich mal an. Aber ich glaube, dass dieses Vor irgendwas hat uns entdeckt. Ja, und hier ist eine schöne Sache. Zum Beispiel, wir haben die Blume entfernt, wo sie drauf saß, aber dem Schmetterling war das so ein bisschen egal. Ich gehe einfach mal hier hin. Fort Greymoor. Oh oh, hey. Ja, und diese sind uns böse gesinnt. Oder? Waffe wurde gezogen. Hm. Ich meine, dass das keine guten waren. Aber vielleicht erinnere ich mich auch komplett falsch. So, eh. Was haben wir hier? Einfach nur Geld, aber auch keine wirkliche Hervorhebung. Oh, shit. Ja, das waren leider keine guten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier mehrere böse... Au, und einer mit Feinbogen. Den müssen wir definitiv aus... aus dem Sichtfeld gehen, weil gegen zwei oder mehr kämpfen ist ein Problem. So, und jetzt habe ich das Problem gegen den Kollegen. Dann jetzt habe ich echt viele Gegner am Start. Weg, 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 weg. Und gerade Pfeil und Bogen, Leute. Einer ist vielleicht nicht so schlimm, aber die Masse. Oh, hi, was seid ihr? Was bist du? You speak to a vigilant of Stendar. Ah. Report with any Daedra, and we will hunt you down. Whoa. The vigil will be watching. Ist zwar schön, aber während ich halt von tausenden von Feinden angegriffen werde, ist das natürlich nicht so schön. So. Nicht hier, sondern hier. Und zwar, ich will gucken, kann ich? Ja, kann ich. Ich könnte theoretisch hingehen mit Schild und Feuer arbeiten. Und hier sind natürlich gleich... Ich hätte das besser machen können. Ah. Lustig ist, die greifen den Kollegen so überhaupt nicht an. Na, okay. Also, mal gucken, wie das ausgeht. Schöne ist wirklich, man kann die ganzen Pfeile einsammeln. Dementsprechend, wenn man wieder in Pfeile Probleme geraten ist. Oh, hi. Dann hat man hier eine Möglichkeit, das wieder aufzufüllen. Das Schöne ist, Feuer ist echt unangenehm. Aber die haben sich jetzt natürlich hier... Die stellen sich clever an, sieh's nicht. Und ich muss hier aufpassen, denn... Haha, ihr seid so dämlich. Anstatt einfach einen angreifen zu lassen und dann mit dem Rest vorzurücken, geht ihr jetzt hier alle drauf. Mhm. Burn, baby, burn. Oh, da hinten ist noch einer. Das Lustige ist wirklich, bisher hat keiner es von denen geschafft. Oh, nice. Mich auch nur zu treffen. Das wird gleich vermutlich passieren, wo ich es davor gehoben habe. Aber gut. Das Schöne ist wirklich, dass das Schild, wenn oben, einen komplett schützt. Also es gibt keine Möglichkeit, an mir vorbeizuschießen. Also Magier funktioniert. Das überrascht mich. Wie gesagt, ich hatte schon mal einen Alternativ-Charakter gestartet. Ich wollte nicht den Bogen mitnehmen.
der Magie hatte, aber der hat mich nicht so umgehauen. Aber hier, das funktioniert gerade sogar relativ gut. So, was ich nicht wollte, ist dieser Bogen. Dementsprechend, ich gehe mal hin, schmeiß einen Bogen oder ein Schwert weg. Viel Spaß damit. Und wir knüpfen uns die letzte Person vor, die wir zumindest aktuell sehen können. Und dann gucken wir mal, was wir hier finden können. In diesem Teil, hier in diesem Bereich. Come out, wherever you are. Ha. Okay. Geh mal ganz kurz hier hoch, vielleicht ist der hier oben irgendwo. Und hier gibt es eine Möglichkeit reinzugehen. Oh, da oben ist er, gut. Letzten Angriff noch reingedrückt, bevor sie draufgegangen ist und ihren Arm verloren hat scheinbar. Ach nee, doch nicht. Das sah aus, als hätte sie die nach hinten weggeknickt. Cool. Und damit haben wir das Ganze hier aufgeräumt. Weiß nicht, ob wir das für 100% schon haben, aber zumindest hier draußen ist erstmal keiner mehr. Dementsprechend können wir uns hier ein bisschen umgucken, können Sachen mitnehmen. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Interessante. Ansonsten, was man vielleicht nicht so unbedingt mitbekommen hat jetzt in diesem Video, aber es ist definitiv der Fall, der Soundtrack ist richtig schick. Was? Die haben denen eine Longbow und Pfeile gegeben. Nice, die Pfeile nehme ich ja mit. Finde ich interessant, dass man wirklich hingeht und halt irgendeiner Puppe. Ich meine, in der Nacht ist das vielleicht gar nicht eine doofe Taktik. Wenn man wirklich sagt, oh, hier stehen Leute, aus der Entfernung sieht man das nicht, man sieht nur irgendwelche Schatten und sagt, oh, shit, die haben da 50 Leute stehen oder was auch immer. Auch wenn es nur ein Typ mit einem Helm ist, der Helm ist halt das Lächerlichste, was man kriegen kann. Ansonsten, es gibt DLCs und leider, ich habe diese DLCs nicht und ich werde sie vermutlich auch niemals kaufen. Denn die DLCs sind immer nicht wirklich reduziert. Und immer in einem Preis, wenn man hingeht und die Legendary Edition kauft, die halt wirklich das Spiel und die DLCs drin hat, dann kann man das Ganze, glaube ich, für 10€ oder ähnliches im Sale kaufen. Wenn man aber halt schon das Grundspiel hat und nur die DLCs haben möchte, dann zahlt man dann noch eine ganze Ecke mehr. Und dementsprechend wäre es halt irgendwann mal ganz schick, wenn man diese drei DLCs für einen gescheiten Preis kriegen könnte, ohne halt mehr als das Hauptspiel oder halt die Legendary Edition sein müsste zu kriegen. Man sieht, hier sind so einige Sachen und ich merke, ich sollte vielleicht einfach nur R drücken und nicht einfach mal draufklicken. Okay, und das Schöne ist, wie gesagt, wir können da unten rein, wir gehen aber auch einfach mal hier oben, diesen Alternativweg. Denn wenn man das Ganze nämlich im Stealth angeht, da hinten war das, glaube ich, dann kann das natürlich einen Vorteil haben, wenn man halt... Bin ich jetzt doof? Ach, das da, da hinten, da hinten. Okay. Dann gucken wir mal, ob da drin noch Leute sind. Ich meine ja, und dementsprechend gehe ich schon mal in den Stealth. Oh, hi. Hat uns nicht bemerkt. Und das wirst du bereuen. Kid. Someone there? That's it. Time to end this little. Und das Schöne ist, Physik Engine gibt es auch. Das heißt also, die können in solchen Sachen runterrutschen. Wie man sieht zum Beispiel, ich habe hier zwei Pfeile in den Typen reingedoppt. Man sieht sie auch noch. Der eine ist hier schön im Kopf oder ähnlichem drin, aber er ist nicht in der Liste. Das kann ein bisschen nervig sein. Und das ist zum Teil ein Bug, zum Teil ist es aber auch gewollt. Ist irgendwie, glaube ich, nur so 25% Chance oder sowas, die Pfeile wiederzubekommen, weil die ja im Kopf feststecken und den Kopf kann man vielleicht nicht einfach so Sachen wieder rausziehen. Einerseits vielleicht nachvollziehbar, andererseits aber auch natürlich nervig. Bärenfalle. Ganz, ganz fiese Sache. Dass es halt wirklich solche Fallen gibt. Interessant. Den Kollegen haben sie zwar im Endeffekt umgebracht, aber sie haben ihn... Wie hast du das mit dir rumgeschleppt? Ich will es gar nicht erst wissen. Haben ihm aber trotzdem zu essen gegeben gehabt. So, hier könnten wir wieder raus. Da könnten wir hoch. Wo geht's denn dann da lang? Fort Greymoor.
Skyrim. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Ew, yikes. Hier hat jemand seine Suppe fallen lassen. Und... Haha, so schlicht gewesen. Aber wie man sieht... Bisschen warten, bisschen warten. Wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Da ist ein Pfeil neben den eingeschlagen. Das ist leider so eine Sache. Das funktioniert nicht so hundertprozentig in dem Spiel. Ah. Da steht ein Zott. Wie man sieht, wir haben hier einen Ork. Mehrere Orks. Wie man gesehen hat, der Kollege hat es geschafft, uns zu treffen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, wir sehen, wir sind hier so ein bisschen in die Ecke gedrückt und dementsprechend bin ich einfach mal ein Feigling, zieh mich ein bisschen zurück. Aber wie man sieht, die folgen einem, also so ist nicht. Hi. Das Problem ist wirklich Stamina. Wenn man Stamina nicht regeneriert bekommt, dann kann man sehr schnell in Probleme kommen. So ein Moment. Oh, wow. Das Ding ist direkt in uns reingeflogen. Schönes Piercing. Sonst nicht, glaube ich, spiele auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad, denn... What? Die Bärenfalle. Die ist in die Bärenfalle gelatscht. Auf jeden Fall niedriger Schwierigkeitsgrad, denn meine HP regeneriert sich und ich glaube, das ist auf höheren Schwierigkeitsgraden nicht der Fall. Oder sollte nicht der Fall sein. Auf jeden Fall, das Kampfsystem, wie man vielleicht schon merkt, ist relativ simpel. Zum Teil ist wirklich einfach nur hoffen, dass der Gegner halt gerade nicht zu, blockt, wenn man angreift. Und dann war es das im Endeffekt auch schon. So. Ich meine, damit haben wir dann auch schon hier fast den Großteil wieder. Können hier noch so ein paar Sachen finden. Achso, Accountant Book One. Und wie man sieht, da gibt es also mehrere Bücher in der Hinsicht, die die Geschichte weitererzählen. Und endlich für Essen, was man theoretisch noch mitnehmen könnte. Wir haben es noch nicht hinter uns. Ich würde ganz gerne einen mit Stairs umnieten. Und hier brodelt was. Auf einem Level, wo es dann halt schon leicht merkwürdig. Hi, fuck. Oh. Ja, das hier reicht, ne? Das hat gereicht. Eieieiei. Kommen wir mal wieder hier zu den üblichen. Weißt du was? Ich gehe einfach auf Flammen. Fuck it. Aber wie man sieht, hier sind schon einige. So ist nicht. Und der Witz ist, ich habe doch definitiv noch eine Person. I just cook and clean and do whatever it is they ask of me. Oh. Und da musst du auf der Puppe zeigen, wo sie dich angefasst haben. Ansonsten hier wieder weitere Bücher. Hier ist aber, glaube ich, nichts Interessantes dabei. Aber halt wirklich Sachen da, die man mitnehmen könnte. Dance and Fire. Jo. Also hier gibt es definitiv einige Sachen, die man entdecken kann und finden kann. Und dementsprechend die Aussage mit, man kann das Spiel für Jahre spielen, ist nicht übertrieben. Denn so gerade gewisse Dungeons oder ähnliches, die kann man schon mal leicht übersehen. Beziehungsweise dann halt irgendwann später finden. Dementsprechend halt immer wieder Sachen, die man machen kann. Und dadurch, dass die halt auch wieder
Respawn, neue Banditen einziehen oder ähnliches. Oh, nice. Brennt das komplett ab? Brennt zumindest relativ lange. Nee, leider brennt es nicht ab. Aber ist trotzdem cool. Okay, ich will jetzt noch ganz kurz hingehen. Cool, wir haben hier eine Axt. Dann können wir halt auch darauf in der Zukunft zurückgreifen. Und unendlich viel Alkohol. Machen wir doch nicht Nein zu. Gloves, Coin Purse. Also wie man sieht. Oh, hi. Wenn man es darauf anlegt. Falle. Aha. Und wichtig ist, ausschwingen lassen. Ganz, ganz wichtig. Yes, you did. Das ist auch eine wichtige Sache. Solche Sachen wie einfach nur herumlaufen. Oh, Potion of the Warrior. Oh, die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Oh, hi. Verdammt. Ich versuche es einfach mal hierher zu kriegen. Yo. Feuer gegen Eis. Feuer gegen Eis. Nicht mit mir. Ah, die ist in eine Falle immerhin reingerannt. Guckt euch mal die Ratten an. Boah, die Ratten sind so riesig. Und das hat man gesehen. Auch normale Banditen können zum Teil auf Magie zurückgreifen. Aber die sind auch eher in der Unterzahl insgesamt. Schade. Aber wie man sieht, kann man schon... Wow. Wow, die... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die halt hier wirklich hingegangen sind und halt Leute gefangen haben und dann abgefackelt. Damn. Das ist schon leicht heftig. Wenn man sieht zum Beispiel, die ist so einfach, da muss man nicht mal links oder rechts gehen, sondern einfach nur zur Seite klicken und... Lockpicking erhöht. Und, oh, Moment. Iron Mace of Fatigue. Ein verzauberter Gegenstand. Das 5 Damage of Stamina Damage. Und das ist wieder eine richtig coole Sache, wie man sich vielleicht schon vorstellen kann. Einfach, weil man halt so den Gegner die Stamina während normalen Angriffen rauben kann. Und damit... Haben wir das Ganze hier hinter uns gebracht? Gibt bestimmt hier noch da eine Sache, die man hätte finden oder mitnehmen können. Aber für jetzt war es das jetzt erstmal von diesem Bereich und ich würde sagen auch von meinem Video. Man sieht hier zum Beispiel Glühwürmchen sind jetzt darum rumfliegen und in der Nacht sieht das Spiel natürlich auch richtig beeindruckend aus. Und ich muss immer wieder hervorheben, keine Grafikmods installiert. Denn... Das große Problem ist, hier und da ein paar Sachen funktionieren. Zum Beispiel Hintergrundsounds oder dass die Städte nochmal ein bisschen verbessert werden. Aber viele andere Mods, wo ich dann halt wirklich versucht habe, die zu installieren, haben so überhaupt nicht funktioniert zu dem Punkt, wo ich das Spiel nicht mehr starten kann. Das ist leider immer so ein bisschen das Problem bei Mods. Das kleinste Update oder irgendwelche Sachen, die gerade eben nicht miteinander funktionieren, kann dazu führen, dass überhaupt nichts mehr funktioniert. Dementsprechend genieße ich das Spiel schon fast in Vanilla. So, ich hoffe, dieser kurze Einblick hat dir gefallen. War ein bisschen komisch, dass dieses Anfangsquest leider komplett ausgebuggt hat, denn das ist eine, wie gesagt, keine so umwerfende Sache, aber halt so die Anfangssachen und wenn die halt nicht funktionieren, ist das ein bisschen schade. Ich verabschiede mich. Ich finde den Himmel immer noch genial. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.